Ich will Sie das nächste Mal mit meinem Science-Fiction-Film Invasion vom Mars bekannt machen. 14 Tage, nachdem die Marsmenschen die Erde verlassen haben, beginnt sich das Leben in Frankfurt wieder zu normalisieren. Mensch, Hein, altes Haus, lebst du auch noch? Ja, siehst du doch. Wir haben uns doch eine Ewigkeit schon nicht mehr gesehen. Hättest du Lust auf ein Bierchen? Ich? Auch immer. Nicht wahr, Heide? Klar, trinkt ihr nur euer Bierchen. Dann werde ich natürlich wieder einen filmtechnischen Begriff erklären. Diesmal den Zitterschwenk. Dieser Demonstration schließt sich ein Interview mit Charles Trendel an, den weithin anerkannten Meister des Zitterschwenks. Und danach Ausschnitte meines 1952 gedrehten Musicals Pierre, der Flick von Paris. Falls ich noch ein Boulevard, oh, damals auf dem Boulevard, mitten in Paris, ja! Ferner wird sich mein Aufklärungsfilm Wo kommen die kleinen Bierchen her? Mit der Frage beschäftigen, wo die kleinen Bierchen herkommen. Meine Sozialokette, weg vom Fenster, wird sich mit der Einrichtung von Altenwerkstätten befassen. Das muss immer lustig sein. Sind die auch? Ja. Ja. Der macht so ernst sich. Richtig schön, ja eben, genau. Sie müssen was Lächelndes bringen. Unter Anleitung von Sozialpfleger Joram verwandeln hier kundige Hände ausgediente Südfrüchte in liebenswertes Kinderspielzeug. Und ich will mich Ihnen gerne von einer ganz anderen Seite präsentieren. Als Teufelsgeiger. Schließlich werde ich Ihnen noch den zweiten Teil meiner 1931 vollendeten Milchkännchen-Trilogie Milchkännchen und Fischstäbchen in der Antarktis vorstellen. Komm, Fischstäbchen, wir müssen weiter. Du darfst hier nicht liegen bleiben, das wäre der sichere Tod. Komm, es wird schon dunkel. Ich kann nicht mehr. Rette du dich wenigstens. Lass mich hier liegen. Meine Füße. Wieso spüre ich meine Füße nicht mehr? Dies alles und noch manches mehr erwartet sie demnächst in der Hausschau. Sie haben Glück, meine Damen und Herren. Die Zeit lässt uns noch Raum für einen letzten Film. Das ist ein ganz besonderer Leckerbissen. Er zeigt mich nämlich in einer meiner Lieblingsrollen. Ich bin ehrlich zu Ihnen. Die Regie hat mich nie ganz befriedigt. Mein Herz schlug und schlägt für die Schauspielerei. Und, wie Sie sehen werden, nicht ganz ohne Erfolg. Schöner Gigolo, armer Gigolo, denke nicht mehr an die Zeiten, wo du als Husar Gold verschnürt sogar, konntest durch die Straßen reiten. Uniform passé, Liebchen, sag adieu, schöne Welt, du gingst in Fransen. Wenn das Herz dir auch bricht, zeig ein lachendes Gesicht, man zahlt und du musst tanzen.